Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hypovolemia. So, ich habe mir so ein Scheißding. Es war. Mein Gott. Also, wir machen jetzt endlich diese blöden Gast Seeds über die Skelly Seeds und dafür brauchen wir jetzt Imperio. Geht Imperio überhaupt mit dem Dingens? Ja, geht. Okay. Das wird natürlich extrem teuer. Aber das kriegen wir schon hin. So, Minencio. 1, 2, 3, 4. Haben wir irgendwas anderes noch? Nicht wirklich, oder? Bekomme ich nicht, wenn ich. Warte mal. Oh! Quests? Yeah! Stimmt, Glowstone Quest. Hier. Läuft. Läuft. Imperio. Für ein Imperio kriegen wir ein Imperio. Das ist gut, dass ich brauche bloß drei Imperio machen. Das ist sehr gut. Dann können wir uns eins schon mal sparen. Das finde ich extrem gut. Das blöde Obsidian. So. Die drei können jetzt mal in die Tonne da hinten. Ich habe die Seed jetzt hinten noch an die Farm mit reingeworfen. Können jetzt langsam, wenn sie wachsen, halt auch immer ein bisschen Essenz abwerfen. Wir können jetzt mal endlich, was ich jetzt für 3 Milliarden Mal vergessen habe, die blöden Growth-Palster hier endlich mal hinsetzen. Ich weiß gar nicht, wohin. Wohin hättest du denn gerne? Gute Frage. Quarz, Redstone, Sugarcane, Coal. Nö, 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 nö. Dann nehmen wir doch die Obsidian-Seeds. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. So. Gucken wir mal, wie gut das funktioniert. So. Was gibt's hier für eine Sand, Dirt, Clay? Jo. Okay, jo. So, Akio. Digitiert zu Crucio. Jetzt wird ja ordentlich geknabbert, ey. Und Crucio, digitiert zu mega teures Imperium. falscher Ob. Da auch Senten drin. Hallo, ihr Lieben. Hübsche Schuhe. So. Alle ab. Okay, jetzt mal hier auch endlich das Monster-Shit, den man nicht braucht, mal ablegen. Ja, war jetzt gar nicht so viel. Gut. Dann haben wir hier ein bisschen was. Gut. Also. Dann wollen wir mal in die Welt des Imperio eintauchen. Yay. Jo, da wird geknabbert am Blutnetzwerk, ey. Oh, das ist so teuer. Aber yay! Immerhin. So. Die Zeit brauchen wir trotzdem noch. Netzwerk läuft leer. Oh, es sind ja nur 300.000 leider. Also, es sind zum Glück nur 300.000. Das ist nicht so extrem viel. Okay, ich brauche die Seeds. Habe ich sie jetzt im System? Habe ich sogar. Okay. Dann Imperio. Und El Skeletositos. Ja. Gut. Davon behalte ich auf jeden Fall was, weil ich glaube, daraus kann ich daraus auch. Was mache ich hier aus alles? Köpfe? Schallplatten. Das war's, oder? Ja. Naja. Ein Behalten ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ach, Mano. Diese blöden Blumen. So, wachset. Wachset, vermehrt euch. Los, 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 los.
Na los. Do it. Komm schon. Muss ich echt? Ich hab sie schon wieder weggelegt. Können wir vielleicht hier... Hallo? Es reicht, es reicht. So nicht, Freund. Ich lass mich nicht verarschen hier, ja? Aha. Geht doch. So. Okay. Hätten wir das dann einmal durchdingseln? Für endlich Gas. Alter. Habe ich denn eigentlich für, Äther? Federn. Glowstone. Okay, das ist okay. Ah, Blood Magic. Was gibt's denn noch für Elemente? Ja. Was gibt's noch? Es gibt doch 5 Elemente, oder nicht? Ich weiß es gerade nicht. Ah, egal, okay. Ich hab... So. Du. Ich freue mich immer über Starts. So. Na komm. Danke. Und dann haben wir endlich das Vergnügen mit den... Ach, Gastzieht's. Jawohl. Ich freue mich sehr. Juhu. Endlich. Gastiere sind so scheiße. Ich hasse sie wie die Pest. Apropos, ich muss mir ganz kurz was zu trinken zusammen mixen. Oder einfach die volle Dröhnung. So. Prost. So. Okay, was können wir daraus noch machen? Gastiers, das war's. Okay, gut. Wenn ich das katalysatisiere, exakt so sagt man das, dann. hier, Icemaker, Windmaker. Was ist das? Und was ist das? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Mein Gott, der Teil des Blood Magic ist ja bis jetzt immer an mir vorbeigegangen. Ja. Gut. Da habe ich gesagt, Äther. Die Federn könnten doch das Problem sein. Chicken. Ja, was? Fish Jerky gibt Chicken Seeds. Kann ich einfach so angeln hier? Das würde ich jetzt gerne mal probieren. Habe ich Strings? Ja, ich brauche nur 2. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert, meine Freunde. Wenn es im Blut nicht geht, dann vielleicht im Wasser da vorne. Wir gucken mal. Du. Angeln in Minecraft ist schon was ganz Tolles. Ich glaube, hier fangen wir nicht viel im Blut. Blutfische, ey. Probieren wir es mal hier vorne. Wir kennen ja den guten Direwolf 20-Trick. Ganz genau. Wunderbar. Ah, diese Art von Fische sind es. Die kamen angeschwommen. Also sehen wir quasi, wenn ein Fisch anbeißt. Ah ja, da. Da kommt er angeschwommen. So bescheuert. Aber die Mod ist echt witzig. Es platscht überall. Komm, Fisch, komm angeschwommen, los.
Da kommt er, da kommt er von da oben, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Und jawoll! Zu früh. Oder? Ich glaube schon. Verdammt. Ups. Na komm. Platsch. Komm schon, diesmal war ordentlich. Keinen Fisch gekriegt. Ja. Nicht bewegen. Da kommt er, da kommt er, da kommt er. Ich fühle mich verarscht. Warum geht das nicht? Angeln ist eine Geduldsprobe. Muss es, glaube ich, nur richtig timen. Fragt sich, wie es getimt werden muss. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also. Komm schon. Fischi. Fischies! Na los! Ich brauch bloß einen fucking Fisch! Na komm! Was ist denn los da, Freunde? Da hinten kommt er, oder? Jo. Ha! Hab ich dich gekriegt, du Fisch! Okay. Oh, dann packen wir uns mal, machen wir uns mal Hühner-Seeds. So, meine Gastseeds, was wollte ich tun? Wie viel habe ich hier? 6 brauchen wir davon, ne? Und dann brauchen wir nochmal extrem Glück, was wir nicht haben werden. Was sagt das Questbuch dazu? Weiterhin. Das ist mal unwichtig. Stimmt, wir können eigentlich, was gar nicht mal so unwichtig ist. Was haben wir noch gekriegt? Ach genau, MFR-Maschine. 18 Precisious Hammer. Und zwar wirklich mal einen Tank machen. Beziehungsweise ein Bewässerungssystem. Das ist nämlich ganz gut. Das ist nämlich auch so eine Art Bone Meal-Effekt auf die Pflanzen. Das wird uns sicherlich auch helfen. Ich muss meine Axt wiederholen. Das ist keine so schlechte Idee, ja. So. Das kommt jetzt erstmal wieder weg, 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 weg. Alles weg, weg, weg. Den Safari-Ball kann ich mal machen. Gasttür. Und Endeperle. So, dankeschön. Holz. Holz, Holz, Holz. Axt, Axt, Axt. Jawohl, ja. Das habe ich nämlich auch noch nie wirklich richtig gebaut. Einmal, ich glaube, in Regrowth habe ich. Da habe ich es gebaut, aber nie benutzt. Ich weiß gar nicht warum. Keine Ahnung. So, dann Pflanzen nicht vergessen. Bisschen begrünen hier. Die Wiese. Okay. Dann wollen wir mal. Habe ich noch Zäune? Nö. Ich muss mal das Holz machen gehen. Ich hält. Okay. Okay, dann können wir jetzt mal hier. Tschüss. Leb wohl. Jetzt aber, oder? Ja. Bam, 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 bam. Wir haben so nur so umgenatzt. Läuft. Okay. Mr. Agri-Kraft. Dann kraften wir uns mal Agrigato. Wie auch immer. Agri-Kraft. Einfach nur so, okay. Halt. Wie groß mache ich den? Wie groß mache ich den?
9. Das war einer zu viel, glaube ich. So. Die Dinger und ein Sprinkler oder 2 bis 5. Eimerchen. 2 Sprinkler. Wie viel Range haben die? 5? Steht es hier drin, wie viel Range die haben? Nö. Aber ja. Danke. Das war's schon? Oh, schade. Gut, 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 aber wir brauchen eben so viel Range, weil wir noch nicht so ein großes Feld haben. So, was ich aber noch gern hätte, wären Fences. Was ist das? Wooden Grate? Agricraft? Okay. Haben wir kein Holz mehr? Habe ich? Kann ich? Nee, so war das. Glaube ich. Habe ich keine. Ich hab Holz. Woody, Woody, Woody. Genau, ich erinnere mich, glaube ich, gerade. War doch so? Nee. Fans, 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 einfach nur Fans, Fans. Carpenters, Fans, Fans. Ding der. Los ist doch. Oder auch nicht? Was ist denn jetzt los? Warum geht der nicht? Das finde ich blöd. Dann werde ich es erstmal auf, keine Ahnung, so was drauf bauen. Ist mir jetzt auch egal, Pech gehabt. Wie mache ich es am cleversten? Eine wirklich gute Frage. Ich will das Ding jetzt nicht direkt in meiner Base drin stehen haben. Deswegen aus die Mitte erstmal. Hier ist die Mitte. Und 1, 2, 3 hoch. Der Tank. Halt. Ein tiefer darf's ruhig. So. 4er Tank lieber. Oder lieber. So ein Tank ist schon mal fett. So, die Frage ist nur gerade. Wie kriege ich da Wasser rein? Weil eigentlich sollte sich von alleine füllen. Das könnte ein Problem geben. Jedenfalls sieht das Ganze dann wie folgt aus. Ich hätte es doch ein höher machen müssen. Verdammt. Manchmal kann ich auch auf mich selbst hören. Okay. Und mehr Holz brauchen wir sowieso. Also, ich will jetzt nochmal offscreen kurz den Chunky erweitern und ein bisschen mehr Holz machen. Dann sehen wir nächste Folge, wie das ganze Konstrukt dann aussehen wird. Und dann kümmern wir uns um, ich weiß noch nicht genau, was von beiden wir uns jetzt kümmern. Das da technisch. Mal gucken. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.